Jo, ich wollte noch mal kurz was vorlesen. Habe ich im Internet gefunden. Das ist eine Studie zu Verschwörungstheoretikern. Ich lese einfach mal vor. Wissenschaftliche Studie enthüllt, Verschwörungstheoretiker sind die vernünftigsten von allen. Psychologen und Gesellschaftswissenschaftler aus den USA liefern Daten, dass Verschwörungstheoretiker vernünftiger sind als Personen, die offiziellen Berichten Glauben schenken. Die neue Studie wurde im Juli 2013 von den Psychologen Michael Wood und Karen Douglas an der University of Kent in England veröffentlicht. Die Studie von Online-Diskussionen über Verschwörungstheorien zum 11. September verglichen die Forscher pro-verschwörungstheoretische Theorien und konventionelle anti-verschwörungstheoretische Kommentare auf Nachrichtenwebsites. Die Forscher waren überrascht festzustellen, dass mittlerweile mehr sogenannte verschwörungstheoretische Kommentare abgegeben werden als konventionelle. Die Untersuchungen zeigte, Menschen, die den offiziellen Bericht über den 11. September favorisierten, waren im Allgemeinen feindseliger und hingen selber ihren eigenen Verschwörungstheorien nach. Zusammengefasst besagt die neue Studie von Wood und Douglas, dass das negative Klischee des Verschwörungstheoretikers auf die Menschen zutrifft, die offizielle Darstellung des 11. September verteidigen und nicht auf diejenigen, die sie anzweifeln. Politikwissenschaftler Lance D. Havensmith sagt, die CIA-Kampagne, mit der der Begriff Verschwörungstheoretiker populär gemacht und der Glaube an Verschwörungen zur Zielscheibe von Spott und Feindseligkeit gemacht wurde, muss leider als eine der erfolgreichsten Propaganda-Initiativen aller Zeiten betrachtet werden. Zudem betonte er, wer diesen Begriff als Beleidigung verwendet, tut dies infolge einer gut dokumentierten, nicht umstrittenen und historisch belegten Verschwörung der CIA zur Vertuschung des Kennedy-Mordes. Jo, das war's. Super, danke schön.